Yo, hallo Leute, willkommen zurück zu Dinecraft hier auf dem CityBuild Server. Hallo. Und ich stehe auf dem Gerüst. Was heißt Gerüst? Das ist einfach nur mal so ein Stückchen nach oben gebaut. Und versuche mich weiter hier an meiner Hütte. Noch ist es ein Haus, ne? Kann man ja noch nicht sagen. Hütte ist es ja auch nicht, habe ich das letzte Mal schon gesagt. Oh Mann. Es ist einfach nur irgendwas Unfertiges und schön der Anfang. Mach mich nicht runter. Ich glaube nämlich nicht, dass sie das ernst meint. Da wohnt sie, glaube ich, wenn ich richtig liege. Das sieht doch viel besser aus, ey. Und er fragt direkt, alles gut, Danger? Witzig. Aber das ist das Typische an der Minecraft-Community, dass es halt mit den Leuten doch insgesamt sehr viel Spaß macht und auch damals viel Spaß gemacht hat. Das ist auch der Grund, warum ich hier spiele. So, irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich da was vergesse. Ich weiß auch was. Ich sehe es. Ich habe keine Treppen mehr. Da muss ich noch welche machen, ne? Gehe runter von seinem Haus. Seinem Haus, bitte, wenn schon. Ist das jetzt richtig? Ja, ist richtig. Mann, ey. So, oh, jetzt habe ich nicht geguckt, wie geht's denn dann hier unten? Ich glaube einfach nur so, ne? Wie oft ich hier immer hin und her gucken muss. Da fehlt ja auch noch was. Eine Treppe. Aber das hatte ich ja schon angekündigt, dass ich hier bestimmt sehr oft hin und her rennen werde. Und jetzt muss ich eigentlich schon mal anfangen, hier so die nächste Etage reinzuziehen. Also erstmal so den Ansatz. So, mal gucken. Jetzt sind hier dann die Fenster. Das heißt, auf dem Block stehe ich dann. Ist das richtig? Genau, also wenn man jetzt nach dem Holz geht, das wäre dann praktisch. Ich ziehe das mal eben so rein hier. Hier, ne? Und das heißt, man steht dann auf der Höhe. Oh, komm schon, was? Und ich glaube, das baue ich auch direkt schon mal hier so ein bisschen rum. Dann kann ich hier oben hin und her laufen. Immerhin das schon. Bam. Fertig. So, und wenn diese Höhe, das soll nicht, wie hoch, das muss jetzt drei hoch sein unten, ne? Eins, zwei, ne, vier sogar. Ja, das finde ich gut. Besser als so nur zwei hoch, weißt du, so. So mickrig. Bauen ja manche, ey. Könnte ich gar nicht. Da würde ich voll kaputt gehen, da in so einem engen Wirrwarr. Aus Haus. So, jetzt habe ich aber das Gefühl, dass irgendwas hier noch nicht ganz richtig sitzt. Ja, hier muss Wolle hin. Ich glaube, die hole ich jetzt da auch direkt. Wolle! Na, wo ist denn hier die Petri-Wolle? Habe ich keine mehr? Oh, ich brauche. Okay, dann gucken wir mal, ob die Farmwelt jetzt funktioniert. Home. Ey, es lenkt mich gerade ab. Portal. Mann, wie lange ich jetzt nachgedacht habe. Nein. So, dann gehen wir jetzt wieder in die PvP-Farmwelt und gucken. Das war wenigstens nur ein paar Blumen, brauche ich ja. Da haben wir auch welche. Schöne gelbe Blumen. Ups. Oink, oink. Prinzip würde das ja schon reichen für die eine Etage, aber warum nicht gleich mehr mitnehmen?
Boah, wie gut, dass es eine PvP-Farmwelt gibt. Sonst hätte ich jetzt die Sachen, die ich benötige, gar nicht holen können. Da ist eine Kiste. Also eine Workbench. Ich glaube, ich habe da sogar. Oh. Aber bis jetzt ist mir in der. Man sieht es ja, null Kills, null Tode. Bei einem Reset war es ja so, dass die Stats weg waren. Oder wenn man wieder zurückgespawnt ist und neu rein hat, waren die Stats wieder auf null, ne? Und das ist wohl jetzt so, dass es dauerhaft gespeichert wird. Ich überlege nur gerade, ob ich nach dieser Änderung schon mal drauf war oder ob das, ob hier Tiere auch mit reinzählen. Kloppen wir das Schaf mal um. Boxen. Ne, es zählen nur PvP-Kills. Okay. Gut zu wissen. Da ist noch ein bisschen was Gelbes. Machen wir auf jeden Fall auch. Also hier mal reingehen. Da, guck mal, da treffen sich direkt welche. Die haben Bock auf PvP. Das finde ich auch gut, weil. Also nicht, dass die Bock haben, ne? Also sollen sie ja machen, aber dass es hier diese Möglichkeit gibt eben, ne? Da können die Spieler sich auch mal untereinander ein bisschen auslassen, austeilen, einstecken. Das gab es nämlich damals alles noch nicht, weil es auch so vom ganzen technischen Drumherum nicht so einfach war wie heute. Also nicht, dass das mal eben mit Links gemacht wäre, hier so einen Server aufzubauen, aber es ist schon wesentlich freundlicher geworden, dieses Ganze zu benutzen, als damals, wo ich hier noch Admin war. Das war ja, also eigene Plugins schreiben war ja gar nicht möglich, da das kannte keiner von uns. Umso besser, dass es jetzt Leute gibt, die das können, und ich gehe zurück. Denn eins muss man ja mal klar sagen, Linnik, glaube ich, der macht hier ziemlich viele Plugins, das finde ich immer echt cool, dass er das so anpasst, wie das dann hier eben für die City Build passt. Ist das Spawn neu? Nee, ne? Nee, das baut sich nur nicht auf, deswegen war ich jetzt gerade überrascht. Ach, guck mal hier, Luigi, der war doch im letzten Part auf der Farmwelt und hat sie alle gekloppt angeblich. Also so kam es vor vom Chat her. Will noch jemand? Hm? Oh, andersrum. Home GS natürlich. Und was es auch neu gibt, vielleicht zeige ich das hier zum Schluss nochmal. Oder ja, zeige ich dann gleich. Erstmal die Tür zumachen, ne? Ach du. Ich habe das nicht in die Bank gepackt. Dann muss ich nochmal kurz ins Portal und nochmal in die PvP-Welt. Ich hoffe, die Sachen sind jetzt da noch gespeichert in meinem Inventar. Ja. Dann jetzt in die Bank. Zack, zack, alles rein einfach und. Ja, komm, das sind zwar nur Peanuts, aber. Guck mal, wie viel ich schon habe. 8600, Alter. Und jetzt Spawn. Und hier Home GS. Oh, ans Headset gekommen. Headset, sag ich. Mikro. Das ist voll gut hier mit den ganzen, mit den Homes, mit den mehreren. Ich weiß gar nicht, wie viel mehr VIP hat, aber ist auf jeden Fall ein sehr guter Vorteil. Normal hat man, glaube ich, nur einen. Und ja, ich weiß nicht, den würde man sich dann wohl theoretisch hier beim Haus hinbauen, ne? Hinsetzen. Was? Na, VIP. Okay. Der King Julian, der streamt ja wahrscheinlich auch heute Abend wieder, wenn er es nicht jetzt schon tut. Ist ja Freitag und. Hä? Heute Abend. Wenn ihr die Folge seht, natürlich nicht, aber ich bin nicht da, sonst würde ich das auch aufnehmen, dieses Event. Ich weiß nicht, was heute geplant ist. Da habe ich noch nicht nachgeguckt. Und was stehe ich denn hier eigentlich? Ja, in die Bank wollte ich. Nein! Oh! Zum Glück. Da war ich zu schnell. Vielleicht sollte ich erstmal lesen, bevor ich. Enter drücke, ne? Vielleicht soll ich da auch nicht immer so draufklopfen, ey. Borg.
Hier müsste doch noch was drin sein für das eine Ding. Hä? Nee, da nicht. Hier. So, Bonus Collection. Nehme ich auch. Komm, ist ja völlig egal. Jetzt ist es nämlich nur noch normale gelbe Wolle. Krass. 33 ist jetzt nicht so viel, aber für die nächste Etage reicht's. Und hier, ich lasse das hier hinten nochmal offen. Oder nee, ich mach's mal so mit zu. Und wir gucken dann mal im Gesamten, wie das aussieht. Am Ende, vielleicht reiße ich die Ecke auch ganz ab. Und frag ihn hier, obwohl, man könnte ja dann... Nee, das will er natürlich nicht machen, ne, wenn er innen drin die Wände dafür so gedacht hat. Aber ich könnte ja irgendwas anderes dahin bauen, dass man hier vielleicht bloß grüne Pflanzen runterwachsen lässt. Und jetzt habe ich total vergessen, dass hier auch Fenster rein sollen. Und hier hatte ich mir doch gesagt, Dreierfenster. Schöne große Dreierfenster. Hier nochmal ein Zweier. Und mal kurz Aua. Und jetzt gucke ich mal, wie das aussieht. Ja, das passt doch eigentlich. Nur wenn ich jetzt hier Blumen hinpflanze, ne? Ist das doof. Oder ich mache hier an der Seite dann noch so eine Trapdoor hin, dass das von der Seite halt auch verdeckt ist, der Erdblock, der dann hier drin steckt am Ende. Und ich muss unbedingt gucken, wo ich hier Gras kaufen kann. Also, ne, nicht nur Erde, sondern richtig mit Gras bewachsen. So. Okay, das war's dann aber hier erstmal mit dem Bauen. Ich zeige euch noch was Neues. Ich guck jetzt mal, ob die hier nicht noch diesen Buff da ausnutzen können. Ja, das war klar, dass der so reinkommt, ne? Ich habe das Gefühl, dass der versucht hat, hier mit diesem Blöcke setzen da... Ah, guck mal, da hat es mich ein bisschen höher gepusht. Aber es reicht. Und wie gesagt, zu sehen ist nicht viel. So, jetzt zu dem neuen Kuchenklicker. Ich guck mir das jetzt mal eben noch mit euch an. Kuchenkönige. Einfach nur klicken. Also, ihr kennt wahrscheinlich Cookie-Klicker. Wer kennt es nicht? Und es gibt hier wohl auch Preise in den ersten 5 Tagen. Und da werden unter den Top 3 irgendwie Sachen verlost. Ich bin nicht ganz sicher. Also, ich habe das auch nur gelesen. Oh, musste ein Clickbot oder so installieren. So, was kann ich denn kaufen? Ein Cursor. Boah, krass, wie teuer das ist, ne? Shipment. Krass. Ende. Ach so, hier sind dann die Kuchenkönige. Das heißt, da werden die Spiele angezeigt. So, was bedeutet das? Ach so, dann klickt irgendwas selber. Ah, mein Login-Bonus, den hole ich mir jetzt auch gleich noch ab. Ich weiß nur nicht, warte mal, das muss ich jetzt eben testen. Wahrscheinlich, nee, wenn ich beende, hört es ja auf. Das ist ja typisch, kennt man noch vom Cookie-Klicker. Was war das nächste? 305 schon, 2000, Alter, 500. Was ist hier? Nichts. Und das hat, glaube ich, auch der, einer von den Admins, damit ich jetzt nicht den falschen Namen nenne, hat das einer von den Admins programmiert. Oder Developer, keine Ahnung. Nur für den Server extra. Wo kommt der denn jetzt daher? Wie ist der da reingekommen in meine Hütte? Ach so, von draußen, das muss ich noch abreißen. Dieser, das Holzgerüst. Ich wundere mich und lass das stehen, ne? So, was passiert damit? Hm. Boah, krass. Oh, jetzt habe ich das beendet.
Aber der hat das gespeichert. Cool. Da lasse ich das jetzt einfach so weiterlaufen mitten. So, er kommt da nicht rein. Kaka. 54. Ist nur blöd, ich weiß nicht, was hier die Teile bringen, ne? Time Machine, genau. Wir können ja nochmal so einen 300er machen. Dann klickert er ja noch besser. Dann macht er dann zwei im Sekundentakt, oder? Ich weiß nicht, ob ihr meine Maus hört, wie ich da draufklicke. Brauche ich da drei? Ach so, habe ich schon. Ja, jetzt geht's in zweier Schritten. Nice. guck mal, jetzt habe ich gleich schon wieder die nächsten 300. Dann geht's in dreier Schritten. Cookie-Clicker. Ich kann mich da gut dran erinnern. Das haben wir irgendwo auf YouTube gesehen bei irgendeinem Let's Player. Ich und mein Bruder und ich, bla, ja, ich weiß, der Esel nennt sich zuerst. Und jedenfalls, wir haben Xbox gespielt. Weiß nicht mehr, was für ein Spiel. Den ganzen Abend oder die ganze Nacht fast, da war er bei mir zu Besuch. Und nebenbei hatten wir Cookie-Clicker an. Da haben wir irgendwie das so eingestellt, dass es automatisch klickt. Oder so weit gespielt, bis man gar nicht mehr klicken brauchte und von selbst die Klicks kamen, halt wie ich jetzt hier, indem ich diesen Cursor da kaufe, ne? So, in Fünfer Schritten wäre ja schon cool. Krass. Das ist eigentlich so was Beklopptes, ne? Aber irgendwie bleibt man drauf hängen. komm schon, 400. Oder 500, dann nehmen wir nochmal so einen Pfeil. Oder ich guck nochmal, was es gibt hier. Oh, 20.000, ey. Sechsundachtzig, 91. Ich glaube, das sind die Klicks, wenn ich klicke. Ja. Oder? Weiß ich nicht. Oh, ich könnte jetzt hängen bleiben, ey. Ich habe gar nicht so viel Zeit heute. So. Komm, nehmen wir noch einmal das jetzt, aber Schluss. Ich gucke mir noch mal eben den Bonus an. Nicht den Bonus, sondern den Bonus. 75 Steinmark. Und damit danke ich euch fürs Einschalten. Bewerten bitte nicht vergessen und schreibt mal, wie weit ihr bei Cookie-Clicker seid. Ne? Das würde mich voll interessieren. Ja, und dann haut darin bis dahin. Wir sehen uns im nächsten Part. Tschüss.